Thema Fenster. Sie sehen, die schlechtesten Fenster sind so Verbundfenster. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das sind die, was man nur zum Putzen aufmachen kann. Ja? Oder so, wenn die noch einen Metallrahmen haben, dann sind sie überhaupt wunderbar. Dann sind sie, sagen wir, sowas muss man einmal zusammenbringen, einen U-Wert von um die 4. Oder die Isolierglasfenster, das ist fast, wenn ich nur eine Scheiben hätte drinnen. Sagen wir, da sind wir nicht weit weg. Und diese Situation hat man oft, man hat oft die Kastenfenster, die schlecht sind. Diese Fenster sind nicht sanierbar. Das Fenster ist sanierbar. Ich kann ein Kastenfenster, wenn ich es richtig mache, auf einen U-Wert von 1,1, 1,2 runterbringen. Ist ein hoher Aufwand, aber wenn das Holz noch gut beisammen ist, dann macht man Folgendes, man tut die Beschläge neu einstellen, dass das Fenster gut schließt. Man fräst am Innenflügel, fräst man eine Dichtung ein, ja nicht am Außenflügel. Es gibt sogar Firmen, die kommen her und machen am Außenflügel eine Dichtung. Das ist bauphysikalisch ein Wahnsinn. Sage ich Ihnen noch warum. Habe ich sogar bei uns in der Firma gehabt. Die sind zu mir gekommen und wollten anfangen. Ich habe gesagt, ich brauche 4. Stock, 400 Quadratmeter Büro, hoher Winddruck, ich brauche eine Dichtung. Ja, ich will eine Dichtung haben. Dann kommt er und fängt bei den Außenflügeln an dichten. Dann habe ich gefragt, ob sie... Dann sagt er, ja, die Leute wollen das so. Dann sage ich, aber Sie sind der Fachmann. Ja, Sie müssen sagen, das geht nicht. Warum? Sage ich gleich, warum es nicht geht. Wenn Sie ein Kastenfenster haben, müssen Sie den Innenflügel möglichst dicht haben, weil innen ist die feuchte, warme Luft und die drängt nach außen, weil wir haben ja draußen die kalte, trockene und da gibt es einen Motor, ja, weil draußen ist kalt, trocken, innen ist warm und feucht und dann will die raus. Wenn ich jetzt in Innenflügel nicht nehme und den äußeren, dann geht der in den Zwischenraum rein, die warme Luft, die kriegt man da rein, außen kann sie nicht weg, weil der Außenflügel ist dicht, und dann rinnt ihnen die ganze Zeit die Soße über die Fenster und macht ihnen das Fenster kaputt. Die Kastenfenster sind original, die haben eine Soll-Undichtheitsstelle. Auch wenn sie neig sein. Da muss der Außenflügel muss ein bisschen undicht sein. Damit das bisschen, was auch beim neuen Kastenfenster kommt, dann ein bisschen hinein. Selbst wenn eine Dichtung ist, kommt noch ein bisschen rein. Das hat irgendwo eine Stelle, wo er nicht ganz dicht ist, damit diese feuchte Luft raus kann. Wenn sie nicht raus kann, Sie sehen das oft im Winter, wenn Sie bei Kastenfenster, da rinnt die Soße, aber da kann ich nicht mehr rausschauen. Und es gibt wirklich, das ist eine Firma, die macht das professionell. Die hätte, wenn ich nicht hinschaue, hätten wir überall außen eine Dichtung gehabt. Und das ist die totale Dummheit. Aber die machen das, die bieten das wahrscheinlich heute noch an. Man verbieten kann es ihnen keiner, wenn sie jemand finden, der es ihnen ankauft, so wie das bei vielen Sachen ist auf der Welt. Und man kann, was man dann noch macht beim Kastenfenster, wenn man wirklich auf ein modernes Niveau kommen will, man tut bei den Innenscheiben eine Wärmeschutzverglasung rein. Eine Zweischeibenverglasung. Und dann bin ich auf einem Niveau von einem so von U-Wert 1,2, das ist halt schon durchaus noch Fenster, die verkauft werden, ja, beim Gängigen. Kann man machen, wenn man Kastenfenster mag, wenn sie vielleicht total schön dazu passen zum Haus und wenn man nicht will, irgendein Kunststofffenster reintun. Oder zumindest kann man diese Option einmal überprüfen, wie sie preislich liegt. Da unten sehen Sie, was moderne Fenster kennen. Ich meine, ich darf heutzutage kein Fenster mehr einbauen, das einen U-Wert höher wie 1 oder vielleicht 1,1 hat. Wichtig ist noch, jedes Fenster, auch im Neubau, ist nur so gut wie sein Einbau. Jetzt gibt es eine Norm beim Neubau, die schreibt vor, praktisch wie ein Fenster einzubauen ist, wenn man den, fällt mir die Zahl jetzt nicht gerade gleich ein, aber wenn man die befolgt, kein Problem. Im Altbau haben wir folgendes Problem. Diese Norm sagt zum Beispiel, die Fuge zwischen Fensterstock und Mauer darf nur maximal 2 cm sein. Und so weiter. Und wenn man das sieht, halt, wenn Sie die Fenster aus, das würde bedeuten, im Altbestand, wenn Sie drin wohnen, ja, würde das bedeuten, der kommt, reißt alle Fenster auf und dann fängt er an, die Fensterleibungen zu bearbeiten, weil die sind nicht 2 cm oder 1 cm, sondern die sind 5 cm. Und dann muss er dann praktisch irgendwas aufbringen, damit er nur die kleinen Fugen hat. Dann würde das Ihre Wohnung, vor allem wenn die Leute drin wohnen, muss ich sagen, würde dann, was Sie einen Tag oder 2 Tage ohne Fenster da stehen, das spielt es leider nicht. Ja. Man kann nach der Norm Altbau, deswegen gehen Sie her und dann einfach Schaumeile, ja, volle Schaumeile und wenn es 10 cm sind, geht auch. Da ist der Punkt, das kann man schon machen, aber man muss vorsichtig sein, wie die Leute arbeiten. Ein Profi schäumt so, dass er den Schaum nicht schneiden muss. In dem Moment, wo der Schaum geschnitten wird, vor allem wenn auf beide Seiten geschnitten wird, aber eine Seite reicht auch schon, ist er undicht. Das heißt, Sie haben praktisch eine undichte Stelle, Sie haben zwar vielleicht ein super Fenster gekauft, ja, das ein U-Wert von, was weiß ich, 0,7 hat, und daneben, rundum, haben Sie total eine Schwachstelle, ja, was irrsinnige Dummheit ist.
Deswegen muss man so schauen, dass die das richtig machen. Oder sie müssen es nachträglich dicht kriegen, weil diese, da gehen dann die Bohren durch den Schaum. Und heutzutage wird alles mit Schaum gemacht, weil es halt schnell geht. Und ist ja lässig, wenn die innerhalb von 3 Stunden in meiner Wohnung die Fenster tauschen können. Aber es hat auch Nachteile. Und was auch wichtig ist, wenn ich eine Wärmedämmung mache beim Haus, dann bei alten Häusern geht es ja häufig nicht, da raus, dann ist von mir aus 15, 20 cm und jetzt habe ich da das Fenster drin und da habe ich eine Fensterleibung und da kann ich nicht 15 oder 20 cm drauf tun, was auch nicht notwendig wäre, weil dort ja der Winddruck, weil es eine Nische ist, nicht so stark wäre. Aber ich muss, wenn ich da jetzt 15 drauf habe, muss ich schauen, dass ich da 7 drauf kriege und wichtig ist, dass der Fensterstock überdämmt ist, dass der nicht frei ist, weil sonst ist der Fensterstock wieder eine Wärmebrücke. Wie man sich da helfen kann, da kann man Folgendes machen, man kann hier an so einen Standarddämmstoff, Glaswolle, Styropor, Kork oder alles, die sind alle vom Dämmwert in etwa gleich, ja. Man kann hier einen Standarddämmstoff einsetzen und hier zum Beispiel einen Resol-Hartschaum, der dämmt doppelt so gut. Dann habe ich da vielleicht gleich 5 cm, aber dämmen tut es wie 10. Ja? Dann haben wir rundherum ungefähr den gleichen Dämmwert. Ein modernes Fenster natürlich baut man so ein, dass da wird praktisch der Fensterstock überdämmt nochmal. Das war jetzt beim Neubau, würde man so machen, oder wenn man die Fenster ganz tauscht. Könnte man auch machen, wenn die Fenster nicht drinnen lassen. Ich habe natürlich auch die Problematik, dass wenn ich höhere Dämmstärken hier habe und da ist Fenster, dann habe ich natürlich tiefere Fensterleibung und die verliere ein bisschen Licht. Das muss man auch schauen. Da kann man, es gibt Leute, die sind so lichtrund und für das ist das total ein Thema. Da hat man zum Beispiel schon Lösungen gesucht, dass man praktisch die Fensterleibungen so angeschreckt hat, weil die haben so Panik gehabt, dass es noch finster ist, kann man auch machen. Ja, wenn man sagt, ich habe sehr winzig, es gibt ja Häuser mit so kleinen Fenstern nur, wo wirklich wenig Licht ist, da sollte man das vielleicht machen, weil sonst habe ich sie noch tiefer drin, wenn ich nochmal 20, 30 cm Dämmung draufsetze auf die Wand.